Tausende maroder Mauerwerke in Deutschland, einfach weil die verkehrliche Belastung so hoch ist. Und die müssen alle irgendwann mal passiert werden. Ja. Die genau. Jetzt kommt die Feile. Vielleicht ein letzter Punkt. Ja. Danke. Ganz so einfach, aber wir kümmern uns drum. Aber ein großes Thema, glaube ich, was auch alle umtreibt, und das ist eine Arbeit, die ich auch machen darf. Wir kämpfen alle dafür, dass wir möglichst viel und schnell Freiwillige hier bekommen, damit wir, ich sage immer, Feuerwehr zum Bauernhof auch werden. Angerichtet hat, hat Unruhe, Frustration, schlechte Erlebnisse an unsere Schulen gebracht. Wir müssen hier dringend anfangen, die Rahmenbedingungen deutlich zu verbessern. Und deshalb werden wir an dieser Stelle sofort beginnen. Frau Danat, Sie kommen hier rum jetzt im Wahlkampf. Wie begegnen Ihnen die Menschen? Welche Erfahrungen machen Sie? In schwierigen Zeiten leben, das konnten wir leider auch ja gestern angesichts der schrecklichen Terroranschläge wieder sehen. Und dass es so unendlich wichtig ist, dass wir uns gemeinsam in Europa als Europäer geschlossen aufstellen, um den Terror zu bekämpfen, dass wir eine Regierung haben, die eine gerade Furche zieht, die verlässlich ist. Meine Güte, wie hoch angesehen ist, Gott sei Dank, unsere Kanzlerin unter den Staats- und Regierungschefs, um dort auch gemeinsam in die richtige Richtung zu gehen. Dies Bewusstsein ist bei den Menschen. Und andererseits erlebe ich auch, dass wir alle sehen, dass Gott sei Dank wir in Deutschland eine wirtschaftlich gute, stabile Situation haben. Wir haben die Jugendarbeitslosigkeit besiegt. Welches Land auf diesem Globus kann das schon von sich sagen? Wir haben die höchste Beschäftigung, die dieses Land je erlebt hat. 44 Millionen Menschen haben Arbeit. Ich danke Ihnen für diesen Moment des Gedenkens. Alles heute etwas anders, auch ohne Musik geht es aber wunderbar. Es geht ja auch um politische Themen und da, Frau Merkel, kämpfen Sie ja für ein Deutschland, in dem man gut und gerne lebt. Was lieben Sie persönlich so sehr an unserem Land? Ich liebe an unserem Land, dass es so vielfältig ist, dass, wenn ich morgen dann auch mal in meinem Wahlkreis bin, alles wieder ein bisschen anders ist als hier in Niedersachsen und später in Herford und gestern in Annaberg-Buchholz.
und dass wir trotzdem ein einheitliches Land sind. Und ansonsten freue ich mich natürlich, dass Sie alle heute Nachmittag hierher gekommen sind. Und doch, obwohl ich auf der Wetter-App irgendwie dachte, es müsste in Strömen regnen, wir noch ein bisschen Glück, toi toi toi, für die nächsten Minuten hoffentlich noch haben. Und das freut mich natürlich sehr, dass ich hier mit Bernd Altusmann und den Niedersachsen, mit meiner Kollegin Ursula von der Leyen, mit Maria Flachsbarth und mit so vielen Kollegen aus dem Deutschen Bundestag sein kann. Unsere Bundesministerin Frau von der Leyen, Maria Flachsbarth, Hendrik Hoppenstedt und allen Landtags- und Bundestagskandidaten aus herzlichste mitten in Niedersachsen begrüßen. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, es sind wahrlich schwierige Zeiten, in denen wir leben. Und die Gedenkminute an die Opfer in Barcelona hätten wir unter Umständen, wenn die aktuellen Medienberichte stimmen, auch gleich um die Opfer, die gerade in Finnland gestorben sind, erweitern können und machen dies auch. Wir denken auch an diese Menschen, die jetzt in den letzten Stunden in Finnland gestorben sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünschte mir auch, dass diejenigen, die versuchen zu stören, so viel Respekt gegenüber Demokraten und denjenigen zeigen würden, die anderen Menschen. Sehr verehrte Frau Bundeskanzlerin, mir ist es wichtig zu betonen, dass hier ein niedersächsischer Landesverband als CDU steht. Viele Menschen mit dieser Partei sympathisieren und sie womöglich auch am 24. September und am 15. Oktober bei den vorgezogenen Neuwahlen wählen werden. Aber ich möchte Ihnen eines auf Ihren wahrlich nicht einfachen Weg in den nächsten Wochen mit auf den Weg geben. Sie finden hier in Niedersachsen Ihre Freunde. Hier in Niedersachsen wird ein Grundstein auch für den Erfolg bei der Bundestagswahl am 24.09. gelegt. Ich halte es für unverantwortlich, dass islamistische Gefährder in diesem Bundesland unter den Augen des Verfassungsschutzes ihr Unwesen treiben können. Wenn es eine Botschaft, auch von mir, hier heute Nachmittag gibt, ich möchte, dass die Menschen in unserem Land, und selbst Sie werden in diesem Bundesland sicher leben können, ich möchte, dass alle Menschen in diesem Bundesland sicher vor Diebstahl, Terror und anderen Gefahren leben können. Das ist unser erklärtes Ziel. Insofern, Frau Bundeskanzlerin, fühlen Sie sich wie bei Freunden. Fühlen Sie sich hier in Niedersachsen wohl. Es ist das dritte Mal, dass wir gemeinsam um Vertrauen für unsere Politik, für unser Land werben. Ich freue mich auf Sie und ich glaube, die ganz, ganz große Mehrheit freut sich auf unsere Bundeskanzlerin und Bundesvorsitzende. Jetzt, es ist Ihr Part. Vielen Dank. Tagen. Die Niedersachsen-CDU ist immer eine sturmfest und erdverwachsen in guten und in schlechten Tagen und da gemeinsam zu stehen. Das ist schon ganz wichtig. Und deshalb wird es natürlich auch so sein, wir kämpfen jetzt gemeinsam für die Bundestagswahl und gleich zwei Tage später werden wir dann den Landtagswahlkampf eröffnen und werden mit Ihnen zusammen für einen Wechsel in Niedersachsen am 15. Oktober eintreten. Denn allein die wenigen Beispiele, die Bernd Altusmann hier gesagt hat, die er neulich in Cuxhaven gesagt hat, wenn wir jetzt an den Schulanfang denken und das Chaos, das zum Teil hier auch im Bildungsbereich herrscht, da kann ich nur sagen, ein Wechsel würde Niedersachsen gut tun und wir werden gemeinsam dafür kämpfen. Danke.
immer sind Handwerker, sind selbstständig sind, die etwas mehr verdienen, die aber damit vielleicht auch etwas wieder investieren, denen wollen sie dann die Steuern erhöhen. Und wir sagen, im Augenblick hat der Staat gute Einnahmen, wir erhöhen für niemanden die Steuern, aber für die kleinen und mittleren Einkommen senken wir die Steuern, meine Damen und Herren. Und wir spüren ja auch alle, dass sich unglaublich viel ändert und dass ein sicherer Arbeitsplatz von heute noch kein sicherer Arbeitsplatz von morgen ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die ganze Diskussion über die Automobilindustrie zeigt das. Und deshalb sage ich auf der einen Seite, wir müssen da, wo Fehler passiert sind, es sind in der Automobilindustrie Fehler passiert, da müssen wir das ganz klar beim Namen benennen und müssen auch von der Wirtschaft, von den Unternehmen, von den Automobilherstellern erwarten, dass sie alles, was in ihrer Kraft liegt, tun, um diese Fehler wieder gut zu machen und nicht etwa, dass wir Steuergelder dafür einsetzen. Bund und Ländern gemeinsam jetzt diesen letzten Schritt auch noch machen, damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser wird und nebenbei gesagt die Kinder, die nicht so viele Bildungschancen zu Hause haben, auch mehr Aufmerksamkeit, Hausaufgabenbetreuung und Ähnliches in der Schule bekommen können, damit die Bildungschancen für alle gleich werden. Wir wissen aber, Wohneigentum ist für viele ein Wunsch. Und deshalb werden wir ein Baukindergeld einführen, abhängig von der Zahl der Kinder natürlich. Und dieses Baukindergeld soll Familien besser in die Lage versetzen, Eigentum, auch Wohneigentum zu entwickeln. Und gleichzeitig wollen wir die Grunderwerbsteuer auch beim ersten Mal, wenn man ein Grundstück erwirbt, senken, sodass dann das Ganze, die eigenen vier Wände, erschwinglicher werden. Ich glaube, das ist auch eine richtige Maßnahme für viele Familien, die heute nicht wissen, wie sie das bezahlen sollen. Dann wollen wir auch die Familien finanziell besser ausstatten. Wir haben in unserem Steuerrecht heute eine komische Sache. Der Freibetrag, den jeder bekommt, der ist für den Erwachsenen viel höher als für ein Kind. Und eigentlich ist das, wenn man sich mal die Aufwendung für Kinder anschaut, auch was man für deren Bildung und Ausbildung und so weiter braucht, nicht gerecht. Und deshalb wollen wir, dass Kinder im Steuerrecht genauso behandelt werden wie Erwachsene, also den gleichen Freibetrag bekommen. Und diejenigen, die keine Steuern zahlen, die davon also nicht profitieren, für die wollen wir dann entsprechend das Kindergeld erhöhen, sodass Familien mehr Möglichkeiten haben, mehr finanzielle Spielräume haben. Also spezielle Förderung für Familien in den nächsten 4 Jahren. Nachhaltige gute Landwirtschaft, wichtig, Maria Flachsbach weiß, wovon ich spreche. Es ist zum Teil absurd, wie man gleichzeitig regionale Lebensmittel essen möchte, aber die einheimische Landwirtschaft an den Pranger stellt. Wir sollten keinen Kampf führen zwischen den ökologischen Betrieben und den normalen Landwirtschaftsbetrieben. Unsere landwirtschaftlichen Bedingungen, Voraussetzungen, das, wie gewirtschaftet wird, sind immer nach der guten fachlichen Praxis. Und deshalb brauchen wir einheimische Landwirtschaft, wenn wir in den ländlichen Regionen auch Wertschöpfung haben wollen. Aber wir brauchen sie auch für regionale Produkte, meine Damen und Herren, und auch ein Stück. Am Anfang habe ich von der Notwendigkeit der Arbeitsplätze gesprochen. Wir haben jetzt so viele Erwerbstätige, die wir überhaupt noch nie in Deutschland hatten.
Und das ist auch wichtig und das ist gut und das muss weiterentwickelt werden, denn durch die vielen Beitragszahler für die sozialen Sicherungssysteme, denn durch die Tatsache, dass durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Unternehmer, die gut laufen, auch Steuereinnahmen kommen, können wir zwei Dinge erreichen. Das eine ist mir besonders wichtig. Wir haben in den letzten 4 Jahren keine neuen Schulden im Bundeshaushalt gemacht. Und wir wollen das auch in den nächsten 4 Jahren nicht tun. Oft wird gesagt, ihr da mit euren Schulden und ihr wollt bloß die schwarze Null und Wolfgang Schäuble, der liebt die schwarze Null so und so. Das ist doch Quatsch. Worum geht es denn bei der Frage der Schulden? Unser Schuldenberg ist schon ziemlich groß, den wir angehäuft haben in den letzten Jahrzehnten. Wir werden in Zukunft mehr ältere Menschen haben und das ist gut. Die Lebensdauer steigt, aber die vielen Jüngeren werden dafür auch Verantwortung, die weniger Jüngeren werden dafür auch Verantwortung übernehmen müssen. Und wir haben die Aufgabe, diesen Jüngeren den Rucksack mit den alten Schulden nicht jedes Jahr noch zu vergrößern. Wenn wir ausgeglichene Haushalte haben, dann ist das etwas, was unseren Kindern und Enkeln Spielräume erlaubt, dass sie ihr eigenes Leben auch gestalten können. Und das ist das, was wir brauchen, meine Damen und Herren, für unsere Kinder. Und meine Damen und Herren, sich um Sicherheit zu kümmern, das ist im Grunde die Voraussetzung dafür, dass wir frei leben können. Und deshalb ist das erste Mal, dass wir Respekt und nicht Misstrauen haben vor denen, die Sicherheitsaufgaben in unserem Land übernehmen. Vor den Polizistinnen und Polizisten, vor den Soldatinnen und Soldaten. Das ist eine harte Arbeit und das ist schwierig und das muss man verstehen. Nun sind wir parteiübergreifend inzwischen eigentlich einig, wenn ich mehr Menschen habe, die Polizisten sind, wenn die Polizisten aber jeden Tag zugucken müssen, dass sie nicht die gesetzlichen Grundlagen haben, um die Leute wirklich dingfest zu machen, die gegen unsere gesetzliche Ordnung verstoßen. Das hat mit Videoüberwachung zu tun und mit vielen anderen Sachen und ich will nur ein Beispiel nennen. Wir haben ganz hart mit den Sozialdemokraten in der Großen Koalition kämpfen müssen und nur der drohende Wahlkampf hat sie dann irgendwie dazu gebracht, uns zuzustimmen. Das Thema Wohnungseinbrüche. Wohnungseinbrüche sind mit das Schlimmste, was einer ereilen kann. Wenn in die eigene Heim sozusagen Menschen eindringen, Fremde, das vergisst man nie. Und das Strafmaß war so, dass viele, die Wohnungseinbrüche begangen haben, zum Schluss Bewährung bekommen haben, also keine Strafe im Gefängnis absitzen mussten, sondern Bewährung hatten. Und das haben wir jetzt geändert, indem wir gesagt haben, das Mindeststrafmaß ist 1 Jahr, ab da gibt es dann keine Bewährung mehr. Und das ist auch richtig, wir müssen uns noch mehr um die Opfer kümmern und mal schauen, wie es denen geht und nicht die Täter sozusagen zu leicht. Und jetzt weiß ich, dass wir in den letzten 4 Jahren nicht nur einfache Tage hatten. 2015 zum Beispiel sind sehr, sehr viele Menschen zu uns gekommen, die geflüchtet sind aus Syrien, aus dem Irak, die in unglaublicher Not waren, traumatische Erfahrungen hatten, wenn ich an die Verfolgung der Jesiden denke, im Irak und ähnliches. Das war eine humanitäre Notlage und ich möchte auch hier die Gelegenheit nochmal nutzen, den vielen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen ganz herzlich Danke zu sagen für den Einsatz, den Sie damals gezeigt haben. Das war ein wirklich gutes Stück Deutschland in einer solchen Notlage geholfen zu haben, auch wenn es uns wirklich gefordert hat. Aber meine Damen und Herren, klar ist auch, das Jahr 2015 kann sich nicht einfach wieder so wiederholen. Soll sich nicht wiederholen, darf sich nicht wiederholen. Und deshalb haben wir natürlich Lehren gezogen. Und eine dieser Lehren ist, dass wir heute mit unseren Soldatinnen und Soldaten in Mali sind. Kein einfacher Einsatz.
Aber wir haben verstanden, dass wir in der Koalition im Kampf gegen den islamistischen Terror sind. Dass wir im Irak sehr viel tun, dass wir dort Soldaten ausbilden, dass wir die Überwachung machen für die Koalition gegen den IS. Weil wir verstanden haben, wir können nicht gut und sicher in Deutschland leben, wenn wir uns um das, was außerhalb von Deutschland oder Europa passiert, einfach überhaupt nicht kümmern. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, auch da zu sorgen, dass Menschen in Flüchtlingslagern vernünftig zu essen haben. Und ich meine, was heißt vernünftig zu essen haben? In Libanon und Jordanien sind die Menschen froh, wenn sie pro Person pro Tag $1 bekommen, um sich davon Nahrungsmittel zu kaufen. Und dass wir dafür sorgen, dass die Kinder, die dort aufwachsen, nicht 5 oder 7 Jahre keine Schulausbildung haben, sondern auch etwas lernen. Dass die Menschen, die in die Türkei geflüchtet sind, die 3 Millionen, eben auch Schulausbildung haben. Und dafür müssen wir uns einsetzen, genauso wie wir Fluchtursachen bekämpfen müssen in Afrika. Kein Mensch verlässt einfach so locker mal seine Heimat. Kein Mensch begibt sich gerne in die Hände von Schleusern und Schleppern, die das Schicksal und das Leben dieser Menschen noch aufs Spiel setzen. Tausende sind schon im Mittelmeer ertrunken. Wir können nicht akzeptieren, dass Illegalität regiert, sondern wir müssen zu legalen Mechanismen kommen. Deshalb das EU-Türkei-Abkommen, deshalb die Partnerschaften mit Afrika. Da werden wir noch viel zu tun haben. Aber vor Ort Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen, ist allemal besser, als sie alle auf die Flucht zu schicken. Und deshalb werden wir da einen Schritt machen. Verstehen und jetzt sind wir da mal ganz ruhig und friedlich. Wir können das ja ein bisschen Geschrei können wir schon aushalten. Ich meine, wir leben in der Demokratie. Jeder präsentiert sich, jeder stellt sich so dar, wie er das für richtig hält. Manche können eine ganze Stunde lang nur schreien. Ich glaube nicht, dass man damit die Probleme von heute bewältigt. In einer Welt des Wandels, in einer Welt der Offenheit, was charakterisiert uns? Das eine habe ich schon am Anfang gesagt, dass wir alle vielfältig sind, dass wir unterschiedliche Traditionen haben. Gerade die Niedersachsen sind so ein Volk, da weiß man genau, zwischen Ost- und Westniedersachsen können die sofort unterscheiden und jeder weiß, wo er herkommt, jeder weiß, wo seine Wurzeln sind. Das zeichnet uns aus als Deutsche. Einheit in Vielfalt haben wir, aber trotzdem Einheit in Vielfalt. Und das macht uns stark im Übrigen, weil jeder was anderes beitragen kann zum Gemeinsamen. Und ich finde, wir haben etwas Zweites, was für mich ganz typisch für Deutschland ist. Wir haben etwas mehr als 80 Millionen Einwohner. Und davon sind über 25 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig. In der ganzen Bundesrepublik. In der ganzen Bundesrepublik haben wir nur 100 Berufsfeuerwehren. In allen anderen Städten und Gemeinden gibt es ehrenamtliche, freiwillige Feuerwehren. Gibt es Arbeitgeber, die den Feuerwehrleuten freigeben? Gibt es Jugendfeuerwehren, die schon die Jugend heranführen?
es gibt das technische Hilfswerk, es gibt Millionen von Ehrenamtlichen im Sportbereich, es gibt Musikvereine, es gibt Traditionsvereine, Heimatvereine, Wandervereine, die ganzen sozialen Betreuungsvereine. All das ist die Vielfalt unseres Landes, die wir als Staat unterstützen können, zum Beispiel durch die Mehrgenerationenhäuser, Anlaufpunkte schaffen können. Aber wir können das nicht verordnen. Und jeder, der ehrenamtlich ist, tätig ist, der trägt ein Stück zu dieser Stärke dieses Landes bei. Und deshalb wird es ganz wichtig sein, auch unsere Jugend in einer Zeit der Effizienz, in einer Zeit der Virtualität, wo man sich alles schicken kann, wo man mit Spielen sich verknüpfen kann, wo man gar nicht mehr miteinander reden muss. Aber irgendwann muss einer noch den Brand löschen. Irgendwann muss einer noch zum anderen sprechen, der krank ist. Irgendwann braucht man noch mal einen, der das Training vom Fußballclub betreut. Das alles macht unser Land so lebenswert und das ist typisch deutsch, meine Damen und Herren. Und das wollen wir auch sagen. Ich habe Ihnen jetzt einige Dinge dargebracht, die für mich ganz wichtig sind, damit wir in einem Deutschland leben, in dem wir gut und gerne leben. Für jeden Einzelnen wird das nochmal seine eigene Geschichte haben. Wenn wir wirtschaftlich gut dastehen, werden wir auch eine vernünftige Rente zahlen können, ein gutes Gesundheitssystem haben, ein gutes Pflegesystem. Ich weiß, dass gerade die Herausforderung der Pflege auch vom Staat nie ganz wird übernommen werden können. Aber wir können besser werden. Wir sind auch in der letzten Legislaturperiode besser geworden, aber immer noch nicht gut genug. Und jetzt bitte ich Sie in den nächsten 36 Tagen und noch ein paar Stunden dazu, einfach zu Hause nochmal nachzudenken, mit Ihren Freunden und Familien zu sprechen, vielleicht nochmal unser Programm durchzugucken oder einen virtuellen Durchgang durch unser begehbares Programm zu machen oder wir haben noch eine Audioversion von unserem Regierungsprogramm. Sie können auch Ihrem Abgeordneten schreiben, Sie wollen nur was über Landwirtschaft wissen oder Sie wollen nur was über Steuerpolitik wissen. Wir wissen, dass sich nicht jeder für alles interessiert. Aber dann gehen Sie in diesen Wahlsonntag, weil es Ihre Entscheidung ist. Und zwar Ihre Entscheidung über Ihr Leben. Das sind die Wahlen. Und ich bitte Sie, machen Sie dabei mit. Wir haben Ihnen ein Angebot gemacht. Ich weiß, dass Henrik Hoppenstedt sich mit ganzer Kraft für Sie hier vor Ort einsetzt. Auch mit harter Stimme, wenn es not tut, wenn es um Niedersachsen und die Region geht. Das tun im Übrigen alle niedersächsischen Abgeordneten, von Ursula von der Leyen angefangen über Maria Flachsbart bis zu allen anderen. Klare Worte und immer verständlich in der Sprache, aber immer auch höflich in der Sache. Das muss man sagen, aber natürlich klare Worte. Ich hoffe, dass du das sagst. Ich darf Ihnen sagen, ich würde auch gerne um das Vertrauen bitten, damit ich weiter 4 Jahre für Sie als Bundeskanzlerin arbeiten kann. Ein bisschen Erfahrung habe ich jetzt schon, aber ich glaube, wir sind so an einer Schwelle, wo es jetzt auch um viel Neues geht. Wo ich denke, dass ich diese Erfahrung recht gut einbringen könnte und gleichzeitig noch neugierig genug bin, um auch offen für dieses Neue zu sein. Und deshalb bitte auch ich Sie um Ihr Vertrauen. Das ist unser Angebot an Sie. Und überzeugen Sie möglichst noch viele Menschen, denn viele werden Sie heute fragen, was waren. Dann können Sie als erstes mal sagen, hat nicht geregnet, da werden die meisten schon überrascht sein. Zweitens können Sie sagen, Merkel war pünktlich, auch gut. Aber wenn Sie dann noch ein bisschen über das sprechen, wovon wir jetzt hier geredet haben, dann wäre das gut. Alles Gute und wenn Sie es ermöglichen können, mit beiden Stimmen, Christlich-Demokratische Union, damit wir gut und gerne in Deutschland leben. Thank you.
Steinhude mit der Kanzlerin. Und deswegen möchte ich, meine Damen und Herren, nicht nur im Namen von Ursula von der Leyen, Maria Flachsbart, Maximilian Oppelt, Mike Beermann und mir ganz herzlich dafür danken, dass Sie heute gekommen sind, sondern ich glaube auch in fast Ihr aller Namen dafür sprechen zu können. Und bitte jetzt noch mal einen kräftigen Applaus. Wir haben uns natürlich überlegt, was können wir Ihnen als Erinnerung mitgeben an diesen schönen Tag, der regenfrei war, also jedenfalls heute Nachmittag. Und da haben wir gedacht, wir machen jetzt mal nichts Berufliches, sondern vielleicht ein bisschen was, was mit Muße zu tun hat. Und da haben wir ein Zitat von Ihnen gefunden. Ich zitiere: Ich koche sehr gerne, am liebsten Roulade und Kartoffelsuppe. Mein Mann beschwert sich selten. Nur auf dem Kuchen sind ihm immer zu wenig Streusel. Also wenn es ums Essen machen geht, denkt man in Steinhude üblicherweise sofort an einen Aal. Aber dann haben wir uns überlegt, wir wissen nicht so ganz genau, wie das mit Ihrem Terminplan weitergeht. Und je länger der Aal im Kofferraum liegt, desto weniger gut ist das für den Aal und den Kofferraum. Und deswegen haben wir weiter nachgedacht und sind fündig geworden. Es gibt in Steinhude, und die sind sogar so schön, dass der gelegentliche Ärger über zu wenig Streusel schnell wieder verfliegt. Meine Damen und Herren, Sie gestatten mir ein letztes... Einige ganz wenige Bemerkungen, weil die Frau Bundeskanzlerin, aber auch das haben Sie heute schon ein paar Mal gehört. Wir haben in 5 Wochen Bundestagswahl und in 8 Wochen Landtagswahl. Im Augenblick sieht es in den Umfragen gut für uns aus. Das kann uns freuen und stimmt uns optimistisch. Aber gute Umfragewerte, liebe Freundinnen und Freunde, heißen noch lange nicht, dass wir die Wahl gewinnen. Und deswegen seien wir nicht siegesgesichert, sondern bleiben wir bescheiden. Hören wir in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern zu und glauben nicht schon, im Vorhinein Antworten geben zu können auf Fragen, die uns möglicherweise gar nicht gestellt werden. Und vor allen Dingen, strengen wir uns an, reden wir über unsere politischen Ziele für die nächsten Jahre mit unseren Freunden, in unserer Familie, mit unseren Bekannten, mit unseren Nachbarn, in unseren Vereinen. Werben wir vor allen Dingen dafür, dass die Leute überhaupt zur Wahl gehen und nicht schon glauben, die Wahl sei schon gelaufen. Und wenn dann am 24. September alles gut geklappt hat und Angela Merkel weiterhin unsere Bundeskanzlerin ist und unsere Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen weiterhin unsere Bundesministerin ist, dann werden wir, lieber Bernd Altusmann, gleich nahtlos anschließen, weil wir einen neuen Ministerpräsidenten für Niedersachsen wollen, vor allen Dingen aber auch eine neue Politik in Niedersachsen kriegen möchten, meine Damen und Herren. Wir haben eine Menge talentierte Landtagsabgeordnete. Meine Damen und Herren, all die, die ich jetzt nicht nenne, ich will sie nur kurz sagen, die kenne ich gut. Und ich kann Ihnen versichern und garantieren, das sind seriöse und gute Leute. Sie können sie unbedenklich wählen. Tun Sie es aber dann bitte auch. Damit dieser rot-grüne Murks in Hannover ab 15. Oktober dann endlich sein Ende hat. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen herzlich für Ihr Kommen. Trotz der klassischen Wetterprognosen, niedersächsischer Sommer 2017, haben wir es hier trocken gehabt. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und guten Heimweg. Und jetzt am Ende dieser Veranstaltung und Versammlung tun wir das, was Christdemokraten immer am Ende tun. Wir singen unsere Nationalhymne. Vielen Dank.
Bundeskanzlerin für den Besuch hier bei uns in Steinhude. Vielen herzlichen Dank an Sie für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Lassen Sie den Abend hier gemütlich ausklingen und später dann noch einen guten Nachhauseweg. Alles Gute für Sie. Ich bin das von Ihnen gerade gemacht.